Heute sind wir auf den Freistehplätzen, Parkplätzen in Murcia, Spanien. Hallo und willkommen. Ich bin Freisteh-Heidi. Der Stellplatz liegt verkehrsgünstig an der Stadtgrenze von Murcia und der Autobahn und ist geeignet zum Übernachten und zur Ver- und Entsorgung. Der Platz erinnert an P1 Messe Düsseldorf. Nur das Wetter dürfte hier etwas besser sein. Sollte der Platz belegt sein, dann geht es auf der anderen angrenzenden Parkplätzen weiter. Gelbes Nummernschild. An dem Platz gibt es eine Ver- und eine Entsorgung und Müllcontainer. Guter Standard. Direkt vor unserer Türe ist Aldi. Ein paar Meter weiter ein großes Einkaufszentrum. Die besten Tage dürfte hier allerdings vorbei sein. Auch IKEA gibt es hier. Gute Küche. Hinter Aldi eine preiswerte Tankstelle. Über der Straße ist eine Straßenbahnhaltestelle. 3, 4 Kilometer bis ins Zentrum. Das kann man auch gut mit dem Fahrrad fahren. Der Fluss läuft durch die Stadt. Mit Radweg. Die Hauptstraße. Rechts und links die Altstadt. Es gibt viele Plätze mit Gastronomie und Cafés. Überall Parkplätze für Zweiräder. Eine sehr schöne Stadt, geschmackvoll und gepflegt. Enge Gassen.
Tante Emma und Handwerk. Viele schöne Geschäfte. Es gibt auch viel Grün in der Stadt. Die Promenade. Links eine Tankstelle. Hier wollen wir hin. Wir kommen von unserem Stellplatz. Die Straßenbahnschienen sind immer in unserer Nähe. Hier gibt es Selbstbedienungswaschmaschinen und Trockner. Die Anfahrt. Das Navi hat mich durch die Stadt gejagt. Das muss nicht sein. Autobahn A7, dann auf die A30 Richtung Mosia wechseln. Und schon sieht man IKEA. Und hier wollen wir hin. Es gefiel mir hier sehr gut und ich werde bestimmt wiederkommen. Nach 100 Metern halten Sie sich rechts. Halten Sie sich rechts. Links unser Ziel. Nach 80 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Vierte Ausfahrt. Dann biegen Sie die zweite rechts ab. Danke für den Besuch. Ich hoffe, es hat gefallen. Adios, goodbye, gute.